Guten Morgen und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ja, heute schon früh wach. Das habt ihr gar nicht mitbekommen, weil ich habe vergessen, die Kamera mitzunehmen. Ich habe schon die Pferde gefüttert. Bin um 6:30 aufgestanden, habe mich fertig gemacht, Pferde gefüttert und so weiter. Das Licht will auch nicht ausgehen. Ja, und bin jetzt schon los. Meine Wimpern... Oh, Licht geht aus. Die müssen dringend gemacht werden. Das mache ich jetzt oder lasse ich machen im Kosmetiksalon. Und danach gucke ich eine Wohnung an, zusammen mit einer Freundin. Und diese Wohnung ist verdammt heftig. Leider kann ich da wieder nicht filmen, weil da wohnt noch jemand drin. Aber ich bin gespannt und ja, ich muss jetzt schnell rein. Sehr schön, meine Kosmetikerin ist noch nicht da. Ich habe mich jetzt ins Auto gesetzt, weil ich kann hier perfekt ihren Laden beobachten. Und gucken, ob sie kommt. Ich hoffe, sie kommt, weil meine Wimpern sind so weg. Ich habe den Termin halt kurzfristig bekommen. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie noch kommt. Ich kann sie gleich mal anrufen, aber ich glaube, ich habe nur ihre Nummer vom Laden. Obwohl, bei Facebook könnte ja ihre Nummer dran sein. Hoffentlich. Ja, ich bin gespannt. Hoffentlich hat sie mich nicht vergessen, aber eigentlich haben wir den Termin vorgestern abgemacht. Gestern! Wir haben den Termin gestern abgemacht. Also, so vergessen, wäre eigentlich komisch. Ist eigentlich auch nicht ihre Art, so einen Termin zu vergessen. Tja. Naja, aber es ist schon öfters mal vorgekommen, dass sie vergessen haben, mir abzusagen oder dass sie mich nicht erreichen konnten. Das war aber auch komisch, weil eigentlich hat niemand eine Nummer und sie hat auch gezeigt, dass sie mich angerufen hat, aber bei mir kam nichts an. Warum auch immer. Also sie hat mir da auch eine SMS geschickt und die kam anscheinend auch an, aber kam sie nicht bei mir und war die richtige Handynummer. Wie auch immer das passieren kann, aber gut. Ja, jetzt warte ich. Hoffentlich kommt sie. Ich will wieder Wimpern haben. Ich fühle mich so... Also da geht das ja noch, ne? Damit könnte ich leben, aber hiermit, da fehlt halt so viel. Das Witzige ist, alle sagen immer, ah, ist deine Schlafseite... Nee, ich glaube, ich schlafe echt mehr auf der anderen. Also ich wechsle immer ständig. Aber ich schlafe, glaube ich, also morgens wache ich immer auf der anderen Seite auf. Deswegen verstehe ich das nicht ganz, aber gut. Ja. Wir warten jetzt ein bisschen. Ich war jetzt beim Wimpern machen und wie man sieht, meine Augen voll rot. Aber ich habe Wimpern und ich liebe es. Keiner kann dieses Gefühl verstehen, der keine Wimpern hat. Dieses Gefühl ist einfach traumhaft. Oh, ich liebe es. Und genau, Punktlandung. Sie hat nämlich verschlafen und dann war sie erst um 8:30 da, anstatt um 8. Und ich so, ah, ich muss aber um 9:30 raus und 9:50 bin ich rausgegangen. Wir haben sogar noch Zeit gehabt, schnell Termine zu machen. Also sie ist super, super fix. Sie kann das so gut und es sieht so gut aus. So, ich bin wieder zu Hause und die Wohnung war ganz gut. Aber wie immer, anders als auf den Fotos. Da war eine deutlich anders auch gebaute Wohnung. Was halt immer ein bisschen nervig ist, weil man guckt sich die Fotos an und dann erwartet man auch die Wohnung. Aber in Ordnung, dann, also die war auch ganz schick. Ja, wir haben nur ein bisschen geguckt, weil wir dann ja zu zweit einziehen würden. Und das war so ein bisschen, wie machen wir das? Weil die Zimmer super, super unterschiedlich gebaut sind. Und auch... Ja, es ist irgendwie so mit Regen und so. Es gab ein richtig cooles Zimmer, also als Schlafzimmer ist das richtig cool, weil es einfach so, es war einfach viereckig, ganz normal und groß und schön mit einem Blick auf den Hafen und ich meine, ja. Und dann gab es, die haben das als Wohnzimmer benutzt, eins, und das hatte halt so ein, ja, so eine kleine Ecke, sodass man quasi ein bisschen weiter vorne draußen ist. Auch mit einem Blick auf den Hafen, als Wohnzimmer halt. Und ja, das war halt dann schon, also komplett mit Fensterfront und die haben das als Wohnzimmer benutzt, in der Ecke, in der Couch und Fernseher und sowas. Und dann ging es halt, also es war ein längerer Flur, dann geradeaus Bad, das war ganz schick eigentlich, also klein, aber schick. Und dann rechts ging es zur Küche, hinten rechts. Und da fehlte auch so ein bisschen was, was halt in einer anderen Wohnung anders war. Und da könnte man halt auch den Esstisch hinstellen und dann hinten weiter haben die ihr Schlafzimmer gemacht. Ist auch ein großes Zimmer, nur das ist einfach so eine Schräge. Und mit dieser Schräge können wir beide halt nichts anfangen. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache.
Ja, und es gibt halt noch ein Zimmer, ein kleines Zimmer, aber das ist super, super schmal. Die haben da einfach eine Couch noch drin. Warum man noch zwei Couch? Couch? Was ist das Plural von Couch? Weiß ich nicht. Warum man das braucht, keine Ahnung. Ich gebe auch langsam auf mit der Wohnungssuche, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe mir jetzt schon ganz schön viele angeguckt und ein paar fand ich auch schön und ja, die sind halt immer ein bisschen anstrengend. Also die Makler. Ja, mal schauen, was da auf mich zukommt. Ach ja, was heute noch ansteht, ich habe Dressurlehrgang. Bin mal gespannt. Eigentlich um 3, aber sie hat jetzt schon eine Stunde Verzug, also um 4. Mal schauen, ob jemand mitkommt, der ein bisschen filmen kann. Ansonsten kann ich euch leider nur berichten. Naja, ich gehe jetzt erstmal rein. Es ist langsam schon Mittagszeit und und werde jetzt, keine Ahnung, was machen meine Augen? Die röten sich langsam. Es sieht immer so schlimm aus, als würde ich nur weinen. Und meine Augen sind auch super, super trocken. Dieses Mal hat es auch so gebrannt. Ich weiß gar nicht warum. Also hier unten hat es gebrannt. Nicht im Auge, sondern hier. Ja, ich war übrigens zu faul, einen trägerlosen BH anzuziehen, wenn es immer so unbequem ist. Ja, deswegen habe ich den, weil ich ja eigentlich nur Jacke anhatte. Aber ich mochte das Oberteil. Um 3 habe ich rein, beziehungsweise die haben 20 Minuten Verzug. Die hatten vorhin schon mehr, aber sie hat dann keine Pause gemacht. Ja, bin ich mal gespannt, wie viel Verzug wir dann am Ende haben. Ich weiß auch nicht, wann ich hinfahren soll, weil nachher holen die was ein. Vielleicht reitet jemand weniger, aber auf der anderen Seite, ich habe auch keine Lust, eine halbe Stunde oder Stunde da rumzustehen und nichts zu tun und zuzugucken. Also es ist Dressur. Nein, das ist auch nicht so spannend. Wer springen, bin ich voll dabei, gucke ich auch gerne 2 Stunden an. Aber Dressur, nee, danke. Ja. Und ich glaube, ich werde auch niemanden zum Film finden. Ein bisschen blöd. Aber ich kann euch ja berichten. So, ich habe mich kurz ausgeruht und bin umgezogen. Dieses Oberteil ist. Das ist so schön bequem. Ich mag es so, wie es anliegt. Und es ist so, so warm. Also es ist wirklich richtig angenehm warm. Denn ich bin auch so super am Frieren. Es sieht schlimm aus mit meinen Augen. Naja, ich werde jetzt mal im Regen rausgehen zu Cisco und ihn fertig machen. Bin mal gespannt. Der hat wahrscheinlich gar keine Lust, aber muss er durch? Wenn ich das so will. Ja, im Regen ist nicht so geil, aber wir reiten ja in der Halle. Aber erstmal dahin zu kommen und so weiter. Bin mal gespannt. Los geht's. Ach so, ich habe übrigens das Cisco jetzt fertig gemacht. Er hat die Schabracke an, also die Turbfarbene, oder schreit schon jemand. Und es regnet immer noch und wir verladen mal schnell. Oder Cisco? Alles matschig, ne? Ich habe Cisco noch schnell eine Regendecke übergezogen. Oh, er zittert. Entweder es ist kalt oder ich weiß nicht, warum ist alles gut, ne? Ja, er ist sogar freiwillig auf den Hänger gegangen, denn es regnet draußen. Es ist schön. Und er hat schon voll das Plüsch-Winterfell. Aber bei ihm wird das nicht mehr. Das ist meistens immer so sein Winterfell. Aber schon voll plüschig bist du. Und ganz nass. Okay, wir müssen los.
kaputt ist. Und nicht geschwitzt hast du. Oh, Vorsicht, nicht bewegen. Machen wir dich mal fertig, ne? Also Reiten war sehr gut. Cisco hat sich einigermaßen benommen. Es kam erstmal Drama. Sie saß in der Ecke mit so einem Stuhl. Und das findet Cisco blöd. Also er findet sowieso Menschen in der Reitbahn total blöd. Dann ist er die ganze Zeit weggesprungen und hat Drama gemacht, so wie man ihn kennt. Und in der anderen Ecke war so ein blaues Sprungending, wo man auch aufs Pferd aufsteigen kann. Da gab es auch wieder Drama. Da gibt es jedes Mal Drama, weil das ging. Und jedes Mal, als ich an dieser Seite oder auf diese Seite zugeritten bin, gab es Drama. Und es ging nicht gut. Aber in Ordnung. Am Ende hat er es gemacht. Er hat auch ein paar Mal eine vom linken Bein oder je nachdem, von welcher Hand ich geritten bin, reinbekommen. Und das Bein war dann sowas von dran, dass er gar nicht anders konnte, als da vorbeizulaufen. Ja, aber er hat sich unheimlich gemacht, hat sie auch gesagt. Ich habe jetzt ein halbes Jahr keinen Dressurunterricht mehr. Also ich habe insgesamt, glaube ich, ein Jahr keinen Dressurunterricht mehr. Ich habe einmal am Anfang des Jahres bei ihr geritten und jetzt einmal am Ende. Und ja, das war so ein Dressurunterricht. Er ist halt egal, wo ich Dressur reite, sobald jemand Unterricht gibt oder er ist nervös. Zu Hause läuft er einfach so, so gut. Wenn keiner da ist, er läuft so toll. Was heißt keiner da ist, ne? Also wenn ein paar Menschen rumlaufen, stört ihn auch nicht. Aber sobald wir schon hier in die Halle kommen, läuft er ganz, ganz anders. Und dann, wenn hier Unterricht ist, ein ganz anderes Pferd. Und dann kommt es auch noch drauf an, wer unterrichtet. Also bei einigen, mit denen kann er irgendwie nicht so, mit denen kann ich dann aber. Ja, und mit ihr kann er ganz gut, da läuft er, also da strengt er sich auch mal an. Und ich komme noch richtig gut zum Reiten, also bei ihr ist es sehr gut. Und ja, und auf dem Turnier ist dann immer völlige Katastrophe, da erkenne ich ihn selbst nicht wieder. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Deswegen, ich denke immer so, ja, kannst du eine ältere Sohn nennen? Zu Hause läuft das top. Er läuft so geil. Sie hat jetzt auch gesagt, oh Mann, wenn er mal so auf Turnier laufen würde, dann wäre es auch was ganz anderes. Aber das tut er halt nicht. Nur er muss auch lernen, sich zu entspannen. Und ja, ich fahre jetzt auf alle Fälle nach Hause. Bin glücklich und zufrieden und kaputt. Obwohl, es war gar nicht so anstrengend. Ich glaube, Cisco ist mehr kaputt. Er musste mehr tun. Das ist halt, wenn man sich anstellt, ne? Ja, selber schuld. Aber wir haben auch gar nicht viel gemacht. Wir haben versucht, wieder gerade zu richten. Und rechte Hand ist immer nach links gestellt. Egal wie, immer nach links. Und dann wieder nach rechts ihn zu bekommen. Weil, wenn man selber reitet, manchmal vergisst man das. Obwohl ich immer die ganze Zeit denke, rechts stellen, rechts stellen, rechts stellen. Das ist einfach, das ist bei ihm nie falsch. Und ihm fällt es unheimlich schwer, einfach so gerade Linie zu laufen. Er läuft dann immer so mit dem Arsch nach innen. Und krüppelt sich dahin ab, also auf Mittellinie abwenden ist bei uns immer da so. Hoffentlich hat das keiner gesehen und gerade wenn die Richter dann von vorne gucken, super schön. Aber Cisco ist dann so, dreht sich so dabei und weiß ich nicht. Ja, naja, ich fahre mal nach Hause und dann bekommt er auch was zu fressen. Ja. Nummer 1 hat schon Hafer, beziehungsweise Hafermüsli, also Kraftfutter. Ja, hier hängt Ciscos Decke. Die ist irgendwie so ein bisschen nass und eklig von unten. Da waren so ein paar Stellen, wo es durchgetropft hat. Mal schauen. Und da frisst der andere. Deswegen behält er erstmal seine Abschützdecke noch eine halbe Stunde auf. Und schwitzt mal ordentlich ab. Und frisst nebenbei. Ja. Ich habe auch schon Futter nachgefüllt und ich habe gar keine Uhr an. Meine Reituhr ist kaputt. Eine Uhr, die ziehe ich immer fürs Reiten an. Die kann kaputt gehen, schmutzig gehen, ist mir dann egal. Aber die Batterie ist leer. Sie ist nicht kaputt, aber die Batterie ist leer. Sie funktioniert zurzeit nicht. Naja, ich werde jetzt mal die Hunde rausholen und die Sachen aus dem Auto packen und den Anhänger abpacken. Ich musste gerade blöde auf die Auffahrt fahren und mich ganz blöd aufs Gras stellen. Weil der Hermes Bote da war und zwei Pakete hatte. Mir wird gesagt, die kommen erst Montag wieder und ich schon so, also gestern haben wir einen Zettel bekommen und ich schon so, okay, lasst euch einen Tag Zeit. Und dann kam er an und stand da gerade und wollte gerade wieder los und der so, Mensch, da hast du ja noch Glück gehabt. Ja, deswegen muss ich dann anhalten und ja, könnt ihr auch gespannt sein.
Da folgen zwei Hauls. Aber ich weiß noch nicht, wann und wie ich das drehen werde, weil es trödeln immer noch mehr Sachen ein, aber naja, irgendwann ist auch mal gut. Ja, ich pack mal schnell die Sachen aus. Ach ja, gleiches Spiel wie immer. Das ist schon der dritte Reißverschluss. Der erste, der normale, ist ja dann kaputt gegangen. Das ist mittlerweile der zweite, der ersetzt wurde und ich gebe auf. Aber ja, Stiefel sind halt schwierig zu finden, ne? Wie schön herbstlich das ist. Oh, ich liebe es. Ich könnte aber auf den Regen verzichten. Ob es viel geregnet hat, läuft's. Eigentlich habe ich jemanden noch versprochen zu grüßen. Ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher bei deinem Namen. Und bevor ich was Falsches sage, Mann, ich hatte mir die Nachricht extra abgespeichert, aber mein Handy hat sie verschluckt. Leider. Aber fühl dich gegrüßt und gedrückt. Ich finde das sowieso immer ganz toll, wie ihr mir schreibt. Vor allen Dingen gerade habe ich ja so eine kleine Pause, weil einfach so viel in meinem Kopf ist und mein Laptop halt überhaupt nicht mitspielt bei dem Ganzen, was super nervig ist und ich schon Schwierigkeiten beim Studieren dadurch habe. Ja, aber danke für die ganz lieben Nachrichten. Das freut mich zu hören, dass ihr auf meine Videos wartet und ich bemühe mich auch, das jetzt die Tage hinzubekommen und auf die Reihe zu bekommen, denn ich habe ein paar Videos gedreht und die Tage werden auch noch ein paar neue Videos gedreht, denn ich habe noch ein neues Objektiv. Hier ist die Kamera. Also für, ja, Videos drehen und schöne Fotos machen. Und zwar das hier. Das kennt vielleicht viele auch. Oh, kann man nicht lesen. Das ist das 50er von Canon. Und ja, ich habe es noch nicht richtig ausprobiert, aber gestern mal kurz im schlechten Licht. Und selbst da hat es sehr, sehr geile Fotos gemacht. Und da freue ich mich schon. Ich habe auch eine richtig, richtig coole Videoidee. Also das wollte ich schon richtig, richtig lange mal sowas in die Richtung machen, weil mir das super viel Spaß bringt. Hat mal nichts mit Fern zu tun. Auch nichts mit Beauty oder Fashion oder so, sondern sowas Allgemeines. Und ich bin mal gespannt, ob euch das gefallen wird. Aber das dauert, glaube ich, noch, weil dafür will ich mir dann auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und ja, ich habe übrigens auch ein neues Stativ. Dann meins ist kaputt, das eine Bein war lose und dann ist es immer so weggerutscht und das ist jetzt auch ein bisschen größer. Ja, auf alle Fälle, ich bin dabei und habe ganz viele Videos gedreht und versuche, dass das alles bald wieder ins Laufen kommt. Ist natürlich schwer neben dem Studieren und ich habe super, super viel zu tun zurzeit, also irgendwie bekomme ich die einfachsten Aufgaben nicht weg, weil das immer so abhängig von anderen Dingen ist und ja, und Studieren steht zurzeit wirklich ganz weit oben, nach dem Reiten natürlich. Ja. Und ich habe zurzeit halt auch meistens niemanden mit zum Filmen. Aber gut. Ja, das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Ich wünsche euch also eine gute Nacht und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder.